Wir sind hier am Hockenheimring zum Saisonfinale von der IDM. Es ist die 8. Runde. Wieder super Wetter hier, es sind sehr viele Leute. Ich habe über 300 Tickets verkauft oder vergeben an Sponsoren, Familie, Freunde. Und ja, der meiste Titel habe ich eingefahren. Dieses Jahr war eine unglaubliche Saison. Und ja, jetzt schauen wir einfach, dass wir nochmal zwei gute Rennen heimfahren, den ganzen Leuten hier eine gute Show liefern. Und ja, und dann sehen wir weiter. In der Stunde ist das erste Rennen. Gestern Superpole lief ganz gut. Ich habe mich für den ersten Startplatz qualifiziert. Das ganze Wochenende lief sehr gut, war immer auf Platz 1. Und ja, das Wochenende lief soweit ganz gut. Jetzt sind wir gut vorbereitet, haben ein gutes Setup bearbeitet mit dem Motorrad und läuft alles nach Plan. Und ja, schauen wir mal. Also bin schon richtig motiviert. Ein bisschen die Aufregung kommt jetzt einmal mehr. Und ja, ich freue mich schon, wenn es losgeht. Ja, wir sind jetzt am Hockenheimring und kurz vor dem zweiten Rennen von Marvin. Marvin hat das erste Qualifying gewonnen, das zweite Qualifying auch überlegen gewonnen, die Superpole geholt. Er startet jetzt von dem ersten Startplatz. Leider hat er im ersten Rennen einen kleinen Rutscher gehabt und hat aber dann trotzdem noch den dritten Platz rausgeholt. Die Stimmung ist gigantisch. Das Zelt vorne von Bayer Biker Box ist immer rammelvoll. Es wird getrunken, es wird gegessen und viele Sponsoren, die Marvin unterstützen wollen in Zukunft, sind auch da. Und es freut mich unheimlich, dass Marvin jetzt Unterstützung bekommt, vielleicht auch Superbike WM oder MotoGP zu fahren. Ja, der Marvin, weil er schafft selber, wenn er in der ersten Runde rausfällt, noch aufs Podest zu fahren. Ja, du gibst nie auf. Du hast immer Vollgas, das ist richtig geil. Hey Marvin, geiles erstes Rennen. Wir wünschen dir viel Glück für das zweite Rennen. Ja Marvin, alles Gute für dein Rennen. Hau rein, gib Gas! Wir trinken jetzt rum auf Marvin Fritz. Unsere IDM Champions. Ja, weil wir sind die Besten. So schaut aus. Ja. Wir sind nicht nur hübsch, sondern auch noch intelligent. Noch dazu. Ja. Und Marvin verblasert alle. Alle. Aber alle. Also, Prost. Prost. Und ich. Ich bin mir sicher, dass er jetzt von vorne das Rennen dominieren wird und gewinnen wird.
super Wochenende. Leider im ersten Rennen einen Sturz gehabt, hab zu arg gepusht die ersten paar Runden und hab das Hinterrad verloren. Jetzt im zweiten Rennen habe ich von Anfang an das Tempo rausgenommen, bin aber konstant gefahren und hätte immer noch ein bisschen schneller fahren können. Und hab konstant meine Rundzeiten abgerufen und habe gesehen, der Abstand wird immer größer zur Konkurrenz. Und hab so meinen Sieg heimgefahren. Ist schön, wenn das ganze Publikum über 300, 400 Leute von mir hier. Ich habe insgesamt über 30.000 Leute und war so ein super Wetter. Danke an mein ganzes Team, an alle meine Sponsoren, an meine ganze Familie, meine Freundinnen und alle, wo hinter mir stehen, dass ich hier sein kann. Und ja, ich freue mich schon auf 2017.